Also, ja. Deswegen, das Problem ist halt, ich könnte die so theoretisch korrigieren, wenn ich mehr Literatur einfügen würde und dann manche Passagen umschreiben würde. Das Problem an der Sache ist einfach, dass ich die eigentlich grundlegend neu schreiben müsste, die Hausarbeit, um auch wirklich eine relevante Notenänderung zu erzielen. Und dafür habe ich einfach nicht so den Nerv und auch nicht so die Kraft, das jetzt zu machen. Deswegen, ja, verzichte ich darauf und lass mir die Note so eintragen, wie sie ist. Ist jetzt nicht das Beste, was ich abgeliefert habe, aber es ist etwas, womit ich arbeiten und leben kann. Deswegen, ja. Und ich habe auch mal durchgerechnet, würde ich die jetzt noch abzugebende Hausarbeit auch mit 4,0 machen. Es würde meinen Schnitt nicht versauen. Das Gute ist, zum Master angenommen bin ich auch schon. Da musste ich jetzt nur meine ganzen für die Immatrikulation erforderlichen Sachen einreichen. Und ja, bin dann für den Master eingeschrieben. Worüber ich mich natürlich auch sehr freue. Hier vorne die schöne Korrektur werde ich dann später noch machen. Mir geht es erstmal darum, dass ich hinten fertig kriege. Die Stadtmauer muss dann natürlich entsprechend nochmal hier hochgezogen werden. Okay, dann mache ich doch gleich die Schönheitskorrektur hier hinten mit. Also der kleine Raum hier kann eigentlich stehen bleiben. Ich finde, es hat was. Dann kann ich hier auch nochmal mit Fackeln bestücken. Wieder so ein paar übertriebene Fackeln, aber ist egal. Hauptsache, es strahlt. So, dass hier keine Monster spawnen können. Oh, was ist das denn für ein Depri-Soundtrack? Was für ein Gronkh. Okay, meine FPS gehen mir halt gerade voll im Keller. Ups. Gut, das waren die das waren komplett meine Fackeln. Natürlich wird der Tempel auch später noch abgesperrt, dass da nichts hochkriechen kann.
Aber das ist erst für später vorgesehen. Wie geht's mit meinem Studium dann weiter? Ich will definitiv einen Master machen. Ne? Das hatte ich ja gerade gesagt, dass ich mich auf einen Master beworben habe. Und angenommen wurde. Und dann werde ich erstmal noch den Master mit dran machen. Wie sieht es danach beruflich aus? Archäologie ist ja so etwas schwierig. Da gibt es verschiedene Stellen, an denen ich mich bewerben möchte. Ich will diverse Praktika auch machen. Und da ja irgendwo Fuß fassen. Worauf ich richtig Bock hätte, wäre so Landesamt für Bodendenkmalpflege. Und dass ich da unter anderem in Grabungen reinkomme, archäologische Grabungen, dass ich da auch Leitungen vielleicht kriege. Weil ich war ja schon auf ein paar archäologischen Grabungen, auf denen es auch immer wieder Probleme gab. Und mein Bedürfnis ist es, solche Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen auf einer Grabung. Zum Beispiel haben wir mal was gefunden, dann sollte es fotografiert werden und am Ende war das Geschrei groß, weil niemand mehr wusste, wo es lag. Ich weiß nicht, ob das Objekt einfach aus Unachtsamkeit beiseite gejätet wurde. So, wir räumen die Stelle frei, damit man ein schönes Foto machen kann und auf einmal ist es weg. Oder ob es jemand absichtlich beiseite gelegt hat, damit es halt bloß nicht zertrampelt wird, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber am Ende war eben die Suche groß, wo ist das Ding? Da war natürlich auch das Drama groß. Weil da entdecken wir dann schon mal was auf Grabung und dann ist es halt auf einmal weg. Am Ende haben wir es ja dann wiedergefunden, ne? Aber zwischendrin war dann halt wirklich, ich glaube, unser Grabungsleiter war fast in Tränen da. Und sowas gilt es natürlich zu vermeiden. Weil das sind so eine Fehlerquellen, da sage ich dann, da würde ich mir als Grabungsleiter dann sagen, okay, ist wichtig dieser Fund, der muss fotografiert werden. Dann nehme ich jetzt einen Studenten und stelle ihn dorthin. Dann würde ich mir als Grabungsleiter einen Studenten nehmen, du stellst dich dahin und guckst jetzt die nächsten 10 Minuten nur auf dieses Objekt. Dein Kommilitonen rempeln dich beiseite, ist egal, ob du auf die Schnauze fällst oder nicht, du guckst auf dieses Objekt, du lässt es nicht aus den Augen. Also nein, natürlich muss ja der Arbeitsschutz gewährleistet sein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn man schon mal was findet, man sollte wenigstens, also wenn die Grabungsleitung nicht da ist, weil sie das Kamera-Equipment holt und auch vorbereitet, also der hat sich wirklich Zeit gelassen, Stecktafel geholt und vorbereitet und Kamera geholt. Währenddessen haben wir freigeräumt und das Objekt beiseite geschafft.
wenn man was findet und als Grabungsleitung kurzzeitig nicht präsent ist, dann finde ich, sollte man dafür sorgen, dass das Zeug überwacht ist. Weil ich meine, wenn wir was gefunden haben und Feierabend war, das heißt, das wäre da unbewacht über Nacht da gewesen, wurden auch Studenten abgestellt und gefragt, ey, habt ihr vielleicht Bock hier zu übernachten auf der Grabungsstelle? Also daneben halt, campen sozusagen. Und gucken, dass da niemand unser Zeug klaut. War nicht gut gemacht, finde ich. Und das sind so eine Fehlerquellen, die ich dann als Grabungsleitung halt gerne ausschließen würde. Oder auch, wenn es sonnig ist, wenn Wetter ist, kann sich der Grabungsleiter doch bitte mit an den Schnitt setzen. Weil wenn wir was finden, muss man halt immer zum Grabungsleiter. Und hier ist es was. Wir als unerfahrene Studenten können es ja nicht unbedingt beurteilen. Ne, und dann muss man halt nicht Ewigkeiten vom Schnitt wegrennen. Ach, Gott sei Dank wird es bald wieder Tag. Sondern geht neben den Schnitt. Dort hat er sich dann seinen... Also wäre für mich der Optimalfall. Schlägt der Grabungsleiter neben dem Schnitt seinen Klapptisch auf. Und dann kann man direkt zu ihm gehen, während er da dran arbeitet. Weil ich meine, wir haben in unseren Bauwagen keinen Strom gehabt. Also eine Arbeit im Laptop geht halt über Akku. Das geht auch am Schnitt. Papierkram geht auch am Schnitt. Das geht alles am Schnitt. Wenn halt Wetter ist, ne? Wenn es schüttet wie Hölle. Ja klar, dass man da dann nicht am Schnitt rumgammelt mit der Grabungsdoku und die dann komplett durchnässt, das ist ja klar. Aber solange alles sicher ist, hätte ich schon gesagt, kann man ja am Schnitt arbeiten. Ach, so eine Scheiße hier. Oh, die Stadtmauer muss dann ein bisschen größer gezogen werden. Weil ich hier den Berg jetzt ein bisschen auslaufen lasse. Weg mit diesen scheiß Gänseblümchen. Stehen nur im Weg rum. Och, weg mit dem Müll. So.
Auf jeden Fall so Grabungsleitung, das wäre eigentlich schon der Traum für mich. Einfach so verwalten, organisieren. Sowas mag ich tatsächlich ganz gerne. Ich kann halt sehr gut denken. Ich kann auch sehr logisch denken. Und bin da auch so pragmatisch, dass ich sage, okay, dann geht doch als Grabungsleiter an den Schnitt ran, damit da nicht so viel Geschiss ist, weil je mehr getan werden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, desto mehr Fehlerpotenzial ist da drin auch. Ich brauche wieder Erde. Aber je mehr Handgriffe an einer Sache gemacht werden müssen, umso eher entstehen dabei Fehler. Also würde ich doch dafür sorgen, dass wenig Handgriffe gemacht werden müssen, um Fehler mehr oder weniger ausschließen zu können. Ich habe mir Enderman richtig die Erde geklaut. Richtig geil. Habe ich hier eigentlich noch was Erdiges drin? Na, kriegst du dich ein? Wooden Slab. Schön. Obsidian und Enderperle. Ah, da ist noch Hühnchen drin. Auch nicht gebrannt. Sollte vielleicht auch mal das Dachgeschoss irgendwann mal ausbauen. Genau da sollte es sein. Hier lang. Heute ist auch Tag des Undertale, oder was? Das ist die Ente, oder? Bird that carries you over a disproportionately small gap. Ey, mir juckt das Kinn. Aua. Darauf erstmal einen Kaffee.